Natürlich ist Friedrich von York der Herrscher, als Bischof, als Landesherr. Wir befinden uns ja in der Ständegesellschaft. Justus Möser ist der Justizrat, der ausführende Beamte, der diplomatische Verhandlungen führt, der Schriftverkehr organisiert, der sich aber auch gut auskennt. Er weiß genau, was Osnabrück braucht, auch ökonomisch, wirtschaftlich. Er kennt die juristischen Grundlagen des Landes. Und letztendlich ist er das wichtige Rädchen vor Ort, das praktisch die Politik macht. Er ist zwar nur ein Bürgerlicher, aber hier unten in der Vitrine liegen zwei Medaillons, links der Justus Möser, rechts Friedrich von York. Sieht fast gleichberechtigt aus. Ist das ein Hinweis auf das, was durch die Aufklärung sich gesellschaftlich verändern wird, im Weg von der absolutistischen Ständegesellschaft zum bürgerlichen Rechtsstaat?